J-Turn. J-Turn heißt es. Genau. Unser Auto ist ein bisschen... Sieht ein bisschen mitgenommen aus. Ich schalte, glaube ich, echt gleich um auf manuell Schaltgetriebe. Auch wenn es mir dann für euch leid tut, dass ihr halt immer hier dieses Schaltgeräusch hören müsst, aber es ist übel ätzend. Es ist ein Automatikgetriebe. Es nimmt so viel Power raus. So. Weiter. Wir werden erpresst. Unbekannte verlangen die Freilassung von 5 Inhaftierten. Ansonsten soll gegen Mittag der nächste große Anschlag auf Polizisten geschehen. Oh Mann. Wer steckt dahinter? Unbekannt. Aber wir lassen uns doch nicht drauf ein. Die Einsatzleitung diskutiert noch. Jetzt geht es darum, schnellstens unsere Leute aus der Gefahrenzone zu bringen. Eskortiert sie zum Revier. Okay, Blaulicht angeschmissen und fahren wir zu den ersten Kollegen. Gerade noch so die Kurve gekratzt. Ich fahre geradeaus weiter. Kommt aufs Gleiche raus schlussendlich. Komm ich hier runter? Ich hab einen Offroader, das geht. So. What the? Ist er kurz abgehoben mit der Schnauze? Aber er fährt schon mal Richtung Polizeirevier. Das finde ich dufte. Müssen wir nachher ihn nicht mehr allzu lange eskortieren. So. Da ist eine Wand. Reicht schon, wenn die anderen uns wegbomben. Wir müssen uns nicht selber auch noch killen. Ja, also in die Nähe vom Polizeirevier ist... ja... mäßig, ne? Kollege? Du hast einen Mercedes-Kombi, also gib Gas, der kann. Der kann vorwärts. Aber nicht, wenn du dauerhaft bremst. Oder wenn die Leute vorne reinfahren. Hier ist ja schon das Polizeirevier. Dann machen wir mal einen U-Turn. Wow. Weil ich weiß noch auswendig, wo die ganzen Spackos hier rumhängen. Hier vorne ist einer. Ja, das macht er immer. Er fährt immer entweder in eine Wand rein oder bleibt er an einem Auto hängen. Oder das. Das ist so ein richtiger YOLO-Polizist. Scheiß drauf, einfach mal fahren. Wird schon gut gehen. Wow. Sorry, das wollte ich nicht. Ich habe meine Tastatur direkt unter meinem Lenkrad, wenn ich da ein bisschen zu enthusiastisch am Lenkrad rumfuchtel. Kann es halt mal sein, dass ich ausrutsche und die Tastatur betätige. Also ich fahre da mal weiter, wollte ich sagen. Ich weiß gar nicht, rechts. Weiter geht's. Oh, bremst doch nicht. So, der letzte ist ziemlich der schwerste von allen, glaube ich. What the... Sorry. Da hat er sich aufgeschaukelt. So, der hier vorne biegt gleich ab, deshalb genau. Der wäre nämlich genauso ein Kandidat gewesen, der mir voll reingeballert wäre.
Der letzte fährt das gleiche Auto wie ich, glaube ich. Deshalb wird es noch schwer, den einzuholen. Ja, genau, ne? Fahr mir halt auch noch in die Seite rein, damit ich den Sachschaden bekomme. Mach ja nicht schon genug Sachschaden. Moin! Ja, verpiesel dich! Wir müssen ihn einholen. Gib Stoff! So, dann hätten wir ziemlich alle eigentlich außerhalb vom Gefahrenbereich. So, das wär's wohl für den Moment. So. Streife 1, 2 und 3 eskortiert. Die haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Verratene Sicherheit. Grand Sport Polizei. Den nehmen wir. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen unterhalten. Wir hatten reichlich Überfälle auf LKWs. Und wir wissen, dass du die Ladung und die GPS-Sender kurz dieser Speditionstransporter ausspioniert und weitergegeben hast. An wen? Das war so ein Typ. So ein Typ also. Sehr hilfreich, danke. Irgendwelche Details? Ich habe nur mit dem telefoniert. Der wollte wissen, welcher Laster welche Ladung hat. Und ich habe ihm dann den Sendercode durchgegeben. Wo finden wir den Typen? Ich weiß es nicht. Komm, wir machen es dir auch leicht und legen gutes Wort für dich ein. Hm? Oder du gehst einfach und stehst wieder mitten in der Schusslinie. Was wollten die Typen eigentlich von dir? Sie denken, dass ich ihre Überfälle auch an die Polizei verraten habe, weil die letzten zwei schiefgegangen sind. Keine Ahnung, wo die gerade sind. Ich weiß nur, dass die ein paar Treffpunkte haben. Dann bist du wohl nicht sicher, solange die das denken. Keine Ahnung, wo die ihr Lager haben. Ich kann euch nur ein paar Treffpunkte in der Nähe der LKW-Routen verraten, wo sie ihre Überfälle gestartet haben. Gut, dann schauen wir uns mal an den Treffpunkten um. Wir nehmen am besten gleich Verstärkung mit. Das ist eine ganz gute Idee. Yay, das Blaulicht, ich feier das so übelst. Ja, wir fahren wieder nur mit Blaulicht ohne Martinshorn, damit uns die Jungs nicht direkt ankommen hören. Sobald wir dann die Typen gefunden haben, werde ich dann das Martinshorn auch noch einschalten. Der ist aber driftfreudig, mein lieber Scholli. Der hat richtig Feuer. What the... Schon mal eine driftende Bullerei gesehen? Einfach nur geil. Wenn es das in echt gäbe. Einfach mal so Polizisten, die einfach mal so... Whoop, einfach mir vor, dir vor der Nase durchdriften. Wäre doch echt mal geil. Ich habe übrigens schon mal jemanden driften gesehen, der hat mich fast umgedriftet. Ohne Witz jetzt. Ich war so mit einem Fahrrad unterwegs, war so an einem Kreisverkehr, da kommt einfach einer mit so einem, oh, das war, da hätte ich reingemusst, mit einem Nissan Fairlady war das, glaube ich, ist einfach mal durch den Kreisverkehr durchgedriftet. Hat richtig nice ausgesehen. Aber ja. Da war ich halt noch klein und war ein bisschen schockiert, was der alles mit seinem Auto anstellt. Beziehungsweise er hat mich ja fast umgemäht. Also, wenn ich 2 Sekunden später gebremst hätte, wäre ich Mus geworden. Weil der kam da mit ordentliches Tempo an. Und hätte mich zu Mus verarbeitet. Bam. Oh oh.
Ich hab's mir fast gedacht, dass sowas passiert. Aber alles noch heile. Wo sind eigentlich meine Kollegen? Ach, die kommen da irgendwann mal. Pflaumengesichter, ey. Wir sind hier die einzigen, die hier richtig reintreten können, Mann. Was wird das jetzt? Ist zwar schön, dass du hier bist, aber wir müssen da lang. Übrigens, das ist Einbahnstraße, liebes Navi. Nächstes Mal bitte drumherum. Bingo! Bingo? Das können wir später spielen, Semir. Jetzt schnappen wir uns die erstmal. Cobra 11 an alle, Wagen 3 und 4. Ihr hängt euch an die beiden, die gerade abhauen. Wir übernehmen die anderen zwei. Haut niemand ab. Verstanden. So. Trompeten an. Und Wumms! Das hat zwar Schaden gemacht, aber YOLO. Gleich haben wir ihn. Uah. What the? Verdammt! Schnell los, schnappen wir uns den anderen. Der andere war auch so ein Porsche-Verschnitt. Upala! Aufgeschaukelt. Lol, alle Lichter gehen noch. Läuft. Also Blinklichter meine ich jetzt. Ob die Scheinwerfer noch gehen? Weiß ich nicht. Ist halt rein zum Optischen. Ich lege viel Wert auf das Optische. Ist in echt wirklich auch so. Also, wenn ich ein Auto kaufe, muss es nicht unbedingt Leistung haben. Also klar, ein bisschen Feuer dürfte schon nicht fehlen. Nur halt, es ist für mich zweitrangig. Ich will nicht einfach nur PS, PS, PS. Ich will halt auch Style. Und, ja. Darauf kommt es mir mit dem Autokauf an. Dass er halt ein bisschen abgeht, muss auch dabei sein. Also, mit einem Fiat Panda gebe ich mich dann auch nicht zufrieden. Aber halt so ein Focus ST wäre schon nicht schlecht. Geschafft, holen wir uns, Ben. Schon gut, Leute, ich sag euch alles. Wir haben doch noch gar nicht gefragt. Ist ja mal eine ganz neue Erfahrung. Da hat er recht, der liebe Semir. Auftrag freigespielt, der Auftakt. Ist wahrscheinlich auch wieder so ein Spiel mit den, genau, hier Rennfahren und so. Dann hängen wir uns doch mal rein, ne? Einfach mal an drei Leuten vorbeigebremst. Beziehungsweise gebremst haben wir ja fast nicht. So, komm. Zieh, Jungchen! Er hat mich erhört. Oh, sorry! Was my fault. Scheiße, komm, ich glaube, das ist ein K.O.-Rennen. Gib Stoff. Ja, da haben wir uns eine ordentliche Beule geholt. Das Force Feedback geht gerade so ein bisschen in den Arsch. Fühlt sich ganz komisch an. Sorry. Ich müsste mal vorbei. Irgendwann mal. Danke. Moin, Ben. Ich bin dein driftender Kumpel. Und drift einfach mal an dir vorbei. Jungs, ich müsste auch noch irgendwo Platz haben. Ich nehme auch die Innenspur.
Alter, jetzt kotzt mich an. Schaltung manuell, so. Tut mir leid für euch. Aber es ist halt viel besser kontrollierbar. Ich hoffe, ihr hört es nicht allzu stark, das Klackern hier mit meinem Schaltwippel. Aber halt immer, wenn ich so aus einer Kurve rauskomme, fehlt die Leistung, weil er halt erst beim Kickdown runterschaltet. Muss mich hier wieder ein bisschen einfinden ins Auto, ins Manuell-Schaltgetriebe. Aber ist eigentlich nicht anders als bei den anderen. Ich finde es halt schade, dass die Haarschaltung in dem Spiel nicht funktioniert. Dem hätte ich viel lieber geschaltet. Auch wenn es über das hier natürlich sicherer und schneller geht. Weil ich halt beide Hände am Lenkrad lassen kann. Und ich erst übergreifen muss. Aber halt, Haarschaltung hat halt mehr Style. Und ich finde es einfach ein cooleres Gefühl, mit der Haarschaltung einfach die Gänge reinzuhauen. Hoppa, das war zu viel. Kommt sie. Moin. Nein. Nee, 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 nee. Ich bleib vorne. Gib mir meinen ersten Platz wieder her. Na, so nicht. Ja, danke. Ja, wobei, ich schalte trotzdem wieder um. Automatisch. Ist dann doch chilliger, so zu fahren. Was mir erst jetzt auffällt, die Schattenlängen. Die Schatten auf dem Auto. Das Auto hat selbst gelenkt. Die sind dann nicht ganz so flüssig. Laufen nicht ganz flüssig durch, aber hey. Ja, Kantenglättung ist auch was anderes, wenn jemand die Schatten betrachtet. Aber hey, wir sprechen hier von Alarmfigur 11, von Synetik. Da kann man das doch schon mal verzeihen. So, nehmen wir die Kurve auch noch kurz mit. Jetzt einmal nichts mehr verbocken, nicht mehr zu viel Risiko, obwohl ich hier noch frisch fröhlich am Driften bin. Aber nicht mehr allzu viel riskieren. Ja, so viel dazu. Weil der sitzt mir schon wieder im Nacken. Komm, hau rein! Easy peasy. Neuer, du hast mich beim Rennen nicht vorbeigelassen. Ja, sowas nennt man Rennenfahren. Position halten und verteidigen. Du hättest mich vorbeilassen müssen. Ich war deutlich schneller als du. Und unsere Regeln besagen, dass du mich dann überholen lassen musst. Hey, nur weil du mit deinem Powerhobel theoretisch mehr Leistung hast, heißt das nicht, dass du damit auch besser fährst. Meine Karre ist halt ein bisschen wendiger. Und vor allem, sie hat den besseren Fahrer. Das glaubst du doch selbst nicht. Ich schlag dich locker. Darauf wette ich meinen Wagen. Wenn du meinst, der Trend geht zum Zweitrennwagen, den Trend mache ich gern mit. Der Sieger bekommt beide Wagen. Zieh dich warm an. Okidoki. Entschuldigung, ich habe vorhin mal gegen das Mikro gehauen. Das wollte ich nicht. So, mach mir das Volllicht rein und ab geht er.
So, mal kurz vorbeigebremst und in der ersten Kurve sind wir schon vorne. Das läuft, würde ich sagen. Ups. Einfach mal am Golf vorbeigedriftet. Nein! Mann! Karre ist schon wieder ramponiert. Aber das Rennen hier ist generell eines, wo ich, ja genau, eigentlich die Karre so ziemlich immer demoliere, wenn ich sogar kille. Weil ich einfach hier die Strecke nicht einschätzen kann. Weil hier zum Beispiel die Kurven denkst du, ja, easy peasy, mir voll.